Kein Schaufensterbummel. Was wollt ihr? Das ist sehr seltsam. So. Jetzt kommt es natürlich auch die Kohle an. Wer keine Kohle hat, kann nichts kaufen. Aber die Eisenklinge können wir uns holen. Da wir 500 noch was Cash haben. Angriff 7. Nee, warte mal. Doch. So, gekauft. Dann können wir uns den Bronzehelm noch holen. Ja, den holen wir. Nee, können wir uns auch nicht holen. Ich habe nur noch 159. Tonic war das. Okay, davon holen wir uns auf jeden Fall eine Menge, weil ich brauche immer eine Menge. Ihr merkt, ich bin kein guter Zocker. Noch nie gewesen. So, mal sehen. Hier müsste auch irgendwo eine Kneipe gewesen sein. Die Friedensstube, genau, die habe ich gesucht. Nee, die würden wir uns immer verkaufen. Also, vermieten. Dingsen, Bumsen. Na, also, wo du hier bist? Noch alles in Ordnung? Dieses Königreich Gordia. Wir kämpfen gegen Morgus Armee. Wusstest du das? Natürlich. Dann halt die Klappe. Okay, mal sehen, was passiert, wenn ich Nein drücke. Nein. Herrlich. Wir brauchen ja unbedingt unwissende Fremde hier. Also der Typ ist mir irgendwie unsympathisch. Komm, sauf aus. Ich will mit dir reden. Hallo. Ja, Tausendfeier? Was? Bist du verrückt? So ein Unsinn. Wir sind alle so nett. Zum Glück, wir haben Königin Lena endlich gefunden. In den Bergen. Sie ist sicher froh, zu Hause zu sein. Natürlich. Was bist denn du für ein... Setz dich mal hin. So. Bist du auch fremd? Ich bin Thoma, der Abenteurer. Kauf mal was zu trinken und ich erzähl dir was. Also, okay. Du denkst, ich bin ein Bettler, was? Gut, hau ab. Hä, ich hab dann natürlich... Na, ich hab kein Geld mehr, vielleicht deswegen. Markus Armee hat die Zenanbrücke zerstört, sodass niemand nach Süden kann. Oh, so ein böser König. So, wir werden erstmal unsere Ausrüstung ausrüsten. So, Eisenklinge, perfekt. So, gehen wir mal. Uns geht's gut, wir brauchen nicht. Wohnhaus, brechen wir nochmal ein. Mhm. Ich bin Banta, der Schmied. Ich fertige eine Glocke für den König als Geschenk für seine geliebte Lena. Als die Königin verschwand, hörte ich auf. Ich konnte einfach nicht daran weiterarbeiten. Doch nun bin ich wieder eifrig dabei. Okay. Mein Mann will eine Tochter, die ebenso intelligent ist wie schön. Sonst noch Wünsche? Nachher wird's ein Sohn. Der zwar gut aussieht, aber nichts in der Birne hat. Ah, 600 AD steht jetzt da unten, wenn wir diese Information erhalten haben. So, wir müssen nach links. Ich begebe mich jetzt einfach mal zum Schloss. Ich würde gerade sagen, hier müssen noch Gegner kommen. Ja, unsere Waffe sieht jetzt auch anders aus. Das finde ich eigentlich auch sehr toll, dass die Waffen auch anders aussehen. Weil nicht jede Waffe gleich aussieht. Es gibt aber auch Sachen, die mich stören. Zum Beispiel, dass später die der Schaden extrem hoch wird. Aber je höher halt auch der Schaden ist, umso stärker werden die Gegner später auch. Tool Heilung erhalten. Das heißt, ich ziehe den 100.000 ab, der hat aber noch 600.000 oder so. Das ist total dumm, aber naja. Soll ich nachgucken? Ja, ich guck mal nach. Nein, warum habe ich nachgeguckt? Hä, seid ihr blöd? Tod! Mach ihn fertig! Mach ihn kaputt. Sonst mache ich dich kaputt. 10 Erfahrungspunkte erhalten. 4 Tech-Punkte, 80 Gold und keine Items. So, wir müssen, glaube ich, nach links. Wow, keine Gegner. Super. Nein, wirklich super. Ich bin gut. Schloss Guardia. Soldat, halt! Wer wagt es?
Guck dir nur die Haare an. Woher kommst du, Kerl? Bist du einer von Mankos Leuten? Wohl kaum. Kleine Kinder nehmen die gar nicht erst auf. Geh wieder brav spielen, ja? Haha, und jetzt raus mit dir. Sofort aufhören. Königin Lena. Lena. Irgendwie erinnert die mich an wen. Erweist ihm Respekt. Dies ist ein Freund von mir. Kenn ich dich? Aber er ist irgendwie seltsam. Ihr gehorcht mir nicht? Vergebung, Gnädige. Bitte trittet ein, Herr. Hihi. Ja, wer hat sie wieder erkannt? Moment, das habe ich schon zu viel verraten. wo ist die Alte hin? Lena? Alias. Mädchen, das ich gut kenne? Hallo? Moment, da ist glaube ich eine Truhe. Ja, genau. Tonic erhalten. Ist auch was? Ha, hier wohnt doch ein Röschen. Ach ja, ich weiß, meine Witze sind schlecht. Ich will zu... Die Königin wartet. Ja, die Königin wartet. Logisch. Zu ihr will ich ja auch. Pfeife. Clown. Spinner. Und was wollen die Mägde hier? Die Königin hat vor 10 Jahren in die Familie eingeheiratet. Sie wirkt immer noch so jung. Fast sah sie an ihrem Hochzeitstag älter aus. Mann, wissen was pressen kann es. Das ist schlimm. Ah, da seid ihr. Bitte lasst uns allein. Ich muss mit dieser Person reden. Natürlich, euer Hoheit. What the fuck? Kommt näher her. Ich bin doch da. Hihi. Hab mich dich reingelegt, was, Chrono? Ich bin's, mal. Aber alle hier nennen mich Lena. Das ist auch süß, Lena, wenn du... Ich bin so froh, dass du hier bist. Wir kennen uns noch kaum, aber irgendwie wusste ich, dass du kommst. Oh, wie schön. Danke, Chrono. Oh mein Gott. Etwas stimmt nicht. Wenn es dunkel wird, stimmt meistens was nicht. Was ist das? Es ist, als ob ich auseinandergerissen würde. Wenn du jetzt explodierst. Hilf mir, Chrono. Ich habe Angst. Bitte, Chrono, hilf mir. Sieh so aus. Siehst du weg? Oh mein Gott, der König wird mich in der Luft zerreißen. Ich will die Truhe. Ah, Ether erhalten. Ja, was die einzelnen Sachen jetzt bewirken, weiß ich auch nicht. Oh oh, die bringen mich um. Ich quatsche einfach mal an. Hat sie dich schon entlassen? Ihr wart hoffentlich züchtig. Habt ihr etwas Komisches gemacht? Natürlich nicht. Bist du sicher? Was soll passieren, wenn ich ja sage? Dann schreit sie, du Pflege, und klatscht mir eine. So. Chrono! Luca! Du bist okay! Hast du sie gefunden? Weg? Was heißt das, sie ist weg? Dann hatte ich richtig vermutet. Ich wusste, ich kenne sie. Sprich Deutsch, Mensch. Und das hier sieht genau wie das Schloss in unserer Zeit aus. Ich wette, sie haben dieses Mädchen für seine Vorfahren gehalten. Weißt du, sie gehört zur Königsfamilie unserer Zeit. Sie ist Prinzessin Nadia.